Ja, Tag auch Leute und herzlich willkommen wieder zu Lands of Lore. Hier wieder ein weiteres Mal in der Burg Samaria und wir kommen langsam, glaube ich, dem Ende näher. Ich wünsche es mir auf jeden Fall. Beim letzten Mal haben wir hier wieder eine Rüstung, Gott sei Dank, gefunden. Und das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Mit der Rüstung. Und so ein Kraut habe ich auch noch gefunden, Ginseng. Und da war ein Schalter. Okay, da ist vor uns eine Säure aufgetaucht. Warum, weiß ich nicht. Aber ich glaube, hier sind wir nicht so richtig. Ne, hier waren wir schon mal. Also hier gehe ich mal wieder zurück. Ich gehe, glaube ich, mal runter zu dieser Geheimwand. Da war ich ja noch gar nicht. Oh! Jetzt bin ich da drauf gelaufen. Aber wenn man sieht, man geht gar nicht drauf. Glück gehabt. Da hätte ich ja beim letzten Mal auch ruhig drauflaufen können. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder? Ich würde gern hier Richtung Süden. Ich glaube, das war jetzt der richtige Weg, oder? Ja, sehr schön. Also hier rein. Irgendwie mal hier gucken. Ja. Das sieht doch gut aus. Genau, den Weg hier. Uiuiuiui. Eieieiei. Das war mal eine Falle. So, ich glaube... Ah, hier war glaube ich, der Raum mit den Schlüsseln. Und da ist auch die Geheimwand, okay. Gehen wir einfach mal da durch. Hoffentlich kommt kein Gegner. Und da ist wieder eine Truhe. Der Dietrich, da ist er. Bolzenarmbrust Ewigkeit. Oh, cool. Ist das auch eine, die mit Feuer schießt? Nee, leider nicht. Ich glaube, dann bringt sie nicht so viel. Ich weiß auch langsam echt nicht mehr hier, was ich noch ballen soll. Ich lasse mal hier die Armbrust. Bollwerk Plattenrüstung. Oh, das ist auch gut. Und Geld. Empty. Bollwerk-Plattenrüstung, okay. Jetzt hat wieder wenigstens jeder eine Rüstung bei mir. Und das war's auch schon. Okay. Sorry, Leute, wenn ich wieder so oft auf die Karte klicken muss, aber irgendwie... Ja. Ich laufe einfach mal geradeaus. Die Fallen sind mir doch nicht ein bisschen... Nicht ganz geheuer. Wobei. Naja. So richtig toll sind die jetzt ja auch nicht. So, was ist denn hier? Da eine Tür. Sehr schön. Was Neues. Okay, was. Oh, was ist das? Leave armor in. Rüstung ablegen. Leave weapons here. Weapon hier? Ei, okay. Das scheint ein Rätsel zu sein. Leave medicines here. Und was haben wir hier? Leave Schmuck jewelry hier. Okay, versuchen wir das doch mal. Leave jewelry here. Schmuck. Wir haben ja noch den... Leave jewelry here. Den Bezelring. Leave jewelry here. Ja. Ich lege ihn einfach mal da ab. Leave medicines here. Medicine. Das könnte... Nehmen wir mal den Ginseng. Ja, das hat bestimmt einen Sinn, dass ich den auch noch eben gefunden habe. Rüstung ist so eine Sache. Da habe ich ja nur drei. Da möchte ich aber eigentlich, wenn die schlechteste geben. Okay, dann legen wir hier eine Rüstung hin. Und Waffe ist überhaupt kein Thema. Waffe haben wir genug. Oder? Ja, hier so ein Beil. Und nu? Oh! Schlüssel. Und ich kann die Sachen sogar wieder mitnehmen. Offenbar. Ja, perfekt. Dann... Ja, den Rest können wir nicht hier lassen. Den Matterschlüssel. Was könnte der denn gut sein? Der Matterschlüssel. Vielleicht passt der da oben in die Truhe rein.
Hier war noch eine Truhe, die verschlossen war. Das probiere ich mal aus. Ich hoffe jetzt nur, dass ich den Weg noch einigermaßen weiß da hoch. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Na, ich glaube, das ist falsch. Ja, das ist falsch, okay. Also mal zurück. Und hier hoch. Das ist auch noch zu früh, glaube ich. Ich muss später runter. Also hier, nee. Hier? Nee, ist auch zu früh. Oh Mann, oh Mann. Und ich gebe auch gerade wieder Vollgas. Sorry, ich muss wieder mal mich wieder dran gewöhnen, ein bisschen langsamer zu laufen. So, ich glaube, hier war es jetzt, oder? Hier, da ist eine Truhe, die aber schon geknackt ist. Ach, jetzt bin ich zu weit gelaufen. Das kann doch nicht sein. Also hier. Nee, auch nicht? Ja, also ihr seht, wenn aktuelle Spiele keine Automap hätten, wäre ich hoffnungslos, ja. Und der passt auch. Silberschlüssel, eine Salbe und noch mehr Geld. Empty. Salbe brauche ich eigentlich auch nicht. So, Silberschlüssel. Jetzt habe ich noch einen Schlüssel bekommen. Und, oh, wo gab es denn jetzt noch Schlösser, die ich noch nicht geknackt habe? Mal gucken. Ach ja, natürlich unten. Auf Level 2. Da ist übrigens auch noch ein Knopf da unten. Oh Mann, oh Mann. Wie komme ich denn da am besten wieder hin? Am besten einfach hier nach Osten. Denkst du? Ich glaube, ich bin schon wieder falsch gelaufen. Ja, die Challenge übrigens, die ihr hier noch zu dem Spiel machen könnt, ist nämlich die, dass ihr quasi keine Automap benutzt. Das würde die Sache immens erschweren. Nein. Ich gehe nochmal in die Richtung. Was auch gemein hier, dass der Kompass nicht funktioniert. Also, das ist eine Sache, die mich schon total irritiert. Okay. Können wir auch gerade mal erforschen, was hier unten war? Oder ist besser gesagt, wir wissen es ja noch nicht. Vielleicht nochmal eins dieser süßen Monster. Nee, aber hier werden fleißig Feuerbälle gespuckt. Ah, da kommt mir Säure entgegen. Muss man ja auch nicht wirklich reinlaufen. Okay, da ist ein Knopf, den wir noch nicht gedrückt haben. Muss ich mal hier durch die... Uiuiuiui. Oh, oh, oh. Da fällt mir auf, wenn ich den Knopf drücken will, muss ich voll in die Feuerbälle rein. Uiuiui. Da ist eine Nische aufgegangen. Den Hammer lege ich auch mal ab. Noch ein Schlüssel, ein Goldschlüssel. Uiuiui. Jetzt habe ich einen Silber- und einen Goldschlüssel. Das könnten ja eigentlich schon die zwei Sachen sein, die hier vielleicht hier bei Scotia reinpassen. Aber ich lasse es lieber nochmal. Weil ich muss doch bestimmt erst nochmal meine ganzen Schlüssel und diese ganzen Statuetten loswerden. Hier ist noch ein Knopf. Jetzt ist da hinten was aufgegangen. Das muss man auch nicht verstehen. Okay, also da geht auch wieder eine weitere... Ich verstehe es gerade wirklich nicht, was das hier soll.
Wir haben aber eigentlich so gut wie fast alles erforscht. Ja, wir müssen jetzt wieder ein Stockwerk runter, glaube ich. Ich lasse mich mal hier runterfallen, beziehungsweise... Oh. Hier. Und schau mal, wo ich rauskomme. Hoffentlich muss ich nicht so weit laufen. Wo sind wir denn hier? Ist ja total abgefahren. Da waren wir mitten in der Wand drinne. So, und jetzt habe ich das Gefühl, dass hier wieder großes Respawn angesagt war. Nee, bis jetzt sind keine Monster hier. Doch, da sind sie. Und zwar sind das doch die, die die Rüstung auffressen, oder? Ja, passt mal auf, Leute. Kein Bock mehr. Ich lege jetzt einfach meine Rüstung hier ab. Und wenn ihr wieder, wenn ich euch platt gemacht habe, ziehe ich sie wieder an. Aber das ist echt, also... Da seht ihr mal, dass die Spiele früher halt echt ganz große Bugs hatten. Also beziehungsweise dieses Respawn ist echt nervig. Ich habe die doch schon mindestens zweimal platt gemacht. Die ganzen Augen hier. Und die sind halt einfach schon wieder da. Naja, aber Bakata trifft auf einmal viel besser. Ich glaube, das war's sogar schon. Nee. Keine Ahnung, wo der zwar jetzt herkam, aber er war auf jeden Fall da. So, und ich riskier's jetzt mal. Ich zieh mal wieder meine Rüstung an. Nein, nicht die Trefferpunkte. Rüstung anziehen. Genau. Kurz ausruhen und dann dann weiter nach vorne. Wenn jetzt noch mehr von denen kommen, muss ich halt ein bisschen improvisieren. Aber ich glaube, hier waren die meisten schon Geschichte. Ja. Vielleicht hier hoch? Jetzt müssten doch gleich wieder die Spinnen kommen. Ach, da sind sie schon. Oh Mann. Und die nächste Spinne, ich glaub's nicht. Ja. Ich brauche mal einen Autopilot, der einfach hier so lange spielt, bis die Spinnen platt sind. Und wenn Bakata nicht mehr betäubt wäre, könnte er auch mal draufhauen. Aber ihr seht, die Rüstung hilft sogar schon ein bisschen. Also er wird nicht mehr komplett mit zwei Schlägen umgehauen. Ui, da sind aber viele auf einmal. Da sind ja alle auf einmal. Ach, es nervt, Leute. Es nervt einfach nur. Jawohl, Axel hat getroffen. Wie geht das denn? Ich glaube, er hat den Hammer, ne? Der Hammer ist wohl wirklich besser als das Schwert. Ja, aber es kommt, glaube ich, nur drauf an, wer damit umgeht. So, hier schnell einmal durch. Schnell einmal kurz ausruhen und dann müssten wir eigentlich schon uns wieder auf dem Weg zu diesem einen Raum hier befinden. Das sollten wir auch in der Folge noch schaffen. Ich beeil mich. Na, das ist eine Falle. Ich weiß auch gar nicht, wie lang die Folge jetzt schon ist. Egal. Ich habe vergessen zu stoppen. Da gehen wir jetzt mal hin. Da wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit hin.
Na komm. 51. Links, rechts ist alles frei. Ach, da kommen noch mehr von den Viechern. Boah, vergiften lasse ich mich aber nicht hier. So, schön mal selbst heilen. Oh. Ich hoffe, das war richtig. Oh ja, es war richtig. So, das letzte Mal haben wir ja hier drauf gedrückt und sind runtergefallen. Dann drücke ich jetzt mal auf die andere Seite drauf. Was ist jetzt passiert? Ah, okay. Noch ein Schalter. Ein Schloss. Schlüssel haben wir jetzt ja genügend. Passt nicht. Wir haben nur noch einen öligen Schlüssel. Passt auch nicht. Und hier Silberschlüssel. Okay, passt auch nicht. Na gut. Dann drücken wir mal hier drauf. Okay, was haben wir hier? Ein Schalter mit Knopf. Es müsste ja nicht gehen, dass man da drauf schießt. Hat nicht geklappt, aber... Oh, wo kommt denn der Teleporter her? Kann man auch reinschießen? Da kann ich was reinschmeißen vielleicht? Eine Ölflasche oder so? Ah, okay. Ja, dann würde ich... Gehen wir noch schnell hier rein, schauen wir mal, wo wir hinkommen. Aber das wundert mich jetzt, dass keiner der Schlüssel gepasst hat, weil eigentlich hätten wir jetzt ja mal... okay, vielleicht passt der hier. Der Arschschlüssel. Okay, den nehmen wir noch mit und das sieht nach einer Grube aus. Da müssen wir wahrscheinlich rein. Keine Ahnung. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.